Moin moin Leute, wir werden angegriffen. Nein! Oh, das schreckt mich da immer so. Man hört immer diese brutale Musik, ja, und dann dieses Annähern. Und auf einmal steht er da. Du kommst mir hier nicht weg. Das wäre ja noch zu schön hier. Also ausrauben muss ich dich schon noch. Und die überraschen mich immer so. Vor allem schon als ich das letzte Mal die Aufnahme beendet habe, hat mich jemand angegriffen. Jetzt habe ich sie begonnen und jetzt wurde ich auch wieder angegriffen. Ey, das ist ja verrückt. So, dann mal auf zum Signalfeuerturm-Dingens. Sieht ein bisschen aus wie das Elendsviertel hier, ne? So ein bisschen runtergekommen alles. Ach Quatsch, das ist doch gar nicht das Signalfeuer. Was mache ich denn hier? Das Signalfeuer vom Turm hatten wir doch schon. Genau, jetzt können wir noch einen Assassin rekrutieren. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne hier mal wieder so eine Feste verteidigen. Hatten wir schon lange nicht mehr und das macht mir echt Fun. Deswegen möchte ich das jetzt tun. Ne? Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man so Tower Defense. Das ist lustig. Der Wahnsinn lauert überall. Ähnlich wie Plants vs. Zombies. Ein einfach geniales Spiel. Was einen echten Suchtfaktor hat. So. Da sehe ich doch eine Truhe blinken. Das ist ungewöhnlich. Ja, echt ungewöhnlich. Was stinkt Drüsensekret? Interessant. Oh. Das wollte ich zwar eigentlich gar nicht, aber okay. Ach, das ist Sperrgebiet. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht hin. Hey, komm sofort hier runter! Hä, warte mal, wo soll ich denn jetzt hin hier? Huch. Der hängt im Dach fest. Der hängt im Dach fest. Ich hab's gesehen. Nein! Der war schneller als wir. Was war das denn? Oh, WTF! Habt ihr das gesehen? Das Speer hat rumgepackt. Der kam angeflogen, aber nicht so der Körper. Also doch schon der Körper. What the holy shit? Oh Mann! Was war da? Hä? Ich warte mal, ich dachte, die waren bei uns jetzt irgendwie. Ich war jetzt irritiert. Halt, ich sterbe ich schon wieder. Ich hole mal hier wieder feige meine Assassinen, auch wenn das jetzt nur ein Gegner ist, die jetzt schon tot sind. Egal. So. In der Defensive. Die Templer versuchen, die Feste zurückzuerobern. Verteidigen sie die Feste und schlagen sie den Angriff zurück. Das machen wir doch gerne. Was soll ich jetzt hier machen? Gegnerinfo? Griechisches Feuer. Verteidiger gleichermaßen verheerend wirkt. Aha. Aha. Was kann ich hier bearbeiten? Ich habe das jetzt gerade nicht verstanden. Egal. Egal, vergessen wir das. So, jetzt geht das hier wieder los mit Gegner aufstellen. Das ist lustig. Ja, geht hoch. Hoch. Mensch. Verteidigt das für mich. Stopp, ich brauche hier noch ein bisschen was anderes. Platziert euch dort. Von wo kommen denn die Gegner? What the fuck? Nicht so schnell. Platziert euch dort. Nicht so schnell. So schnell bin ich nicht. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Stopp. Stopp, 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 stopp. Das geht mir hier zu schnell.
Hier mache ich mal noch Luftattentäter hin. So. Wir sprechen ja gleich meine erste Barrikade hier. Hey! Verdammt, die haben meine erste Barrikade fast durchbrochen. Platziert euch dort. Gibt's ja nicht. Sichert diese Stellung. Auch hinter Barrikaden passiert werden. Wählen Sie eine Assassineinheit und. Achso. What the fuck? Nein! Los, schieß! So. So. So, okay, da kam noch der Luftattentäter angehoppelt. Platziert euch dort. Können wir das eigentlich reparieren? Ich weiß es nicht. Verteidigt das für mich. Alter, sind ja auch überhaupt nicht viele oder so, ne? Nein. What the fuck? Erledigt das. What the fuck? Das war mir jetzt zu viel. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Unser Gewehrschütze steht noch da. Können die uns eigentlich auch angreifen? Weiß gar nicht. Wäre aber unlogisch, wenn nicht, ne? Eigentlich schon. So. Halt, erstmal muss hier eine neue Barrikade hin. Da können wir jetzt, warum können wir da keine Barrikade hinstellen? Ach, können wir doch. Oh, verdammt. Können wir das wieder abreißen? Was plündern? So ganz vertraut bin ich mit der ganzen Sache hier irgendwie doch nicht. Ach, verdammt. Mensch, jetzt lass mich doch mal hier ein bisschen machen. Verteidigt das Gebiet. Okay, das hat gesessen. Das hat richtig gesessen. Platziert euch dort. Ihr müsst diese Stellung halten. Oder kommt auch noch dieser komische Feuerdings etwas, ne? Okay, die Barrikade steht noch. Oh, jetzt kommt das dicke Ding. Und ich habe keine Kanonenschüsse mehr. Alter, habe ich mir wieder super eingeteilt, das Ganze. Einen Moment. Scheiße, hier passt keine Barrikade mehr hin. Dort. Ach du Scheiße. Verdammt, das schaffe ich nicht. Alter Vater, wie soll ich das schaffen? What the fuck, warte, stopp. Stopp, 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 stopp. Das ist mir gerade zu viel hier. What the fuck? Wie soll, das konnte ich nicht schaffen. Ach du Scheiße. Wie soll ich das schaffen? Greif an! Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. WTF, wie soll ich das schaffen? Wo sind denn meine ganzen Assassinen hin? Platziert euch dort. Ja, das schaffen wir. Tut mir leid, das müssen wir uns neu erobern. Ich habe auch keinen Kanonenschuss mehr. Ja, das war die Feste. Ach du Scheiße, was ist denn das? Soll ich denn das jetzt bitte schon schaffen? Mensch, dieses Spiel ist manchmal so unfair. Jetzt müssen wir das nochmal erobern. Ey, ich glaub's auch. Alter. Ach. Ja, ich schmeiß jetzt hier. Ja. Ja. Ach. Keine Ahnung, ob ihr das gehört habt. Ich hab mein Portemonnaie weggeschmissen. Ah. Fuck. Ich bringe jetzt hier jeden um. Ich bringe hier alles und jeden um. Jetzt muss ich das nochmal einnehmen. Ich glaub's auch. Hey, lass dich nicht entkommen.
Komm, Freunde. In dieser Runde kommt ihr meine Arbeit quasi. Ich erober die jetzt gleich sofort wieder, ne? Also, das kann ich ja echt nicht auf mir sitzen lassen. So. Das lief eben schon mal ganz gut. Und jetzt hau ab, ja? Da war ja jetzt ausnahmsweise das Einnehmen jetzt mal leichter als das Verteidigen. Scheiße. Fand ich jetzt nicht so schön, dass ich das nicht geschafft habe. Echt nicht. Naja, aus Fehlern lernt man, sagt man doch so schön. Ja, Sperrgebiet, weiß ich ja. Und wehe, die erobern sie gleich wieder zurück, ne? Denn, dann ist aber hier echt, dann gibt's aber Dau. So. Ah, ne, halt, erstmal hier anzünden. Alter Vater, ey. Ein Hin und Her. Die Feste kommt und geht. Zu verschiedenen Parteien. Wechselt die Seiten hin und her. Die Wachen gehen mal. So, ich gehe dann mal. Das war die Feste. War ja echt schön mit euch. Die Hälfte davon löst sich erstmal auf. So, gut, hätten wir die wieder erobert. Und hier können wir wieder ein paar Assassinen rekrutieren. Mache ich das erstmal und dann mal wieder zum Erinnerungsanfang. Ne? Soll ja auch ein bisschen weitergehen hier. Lauf, 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 lauf. Kleine Ezio. Da ist wieder so ein Schwarzmarkthändler. Alter. Gibt es denn kein Gesetz, dass so etwas verbietet? Ihn gehen zu lassen. Er blufft, ganz sicher. Spießen wir diesen. Ach, das war ja die Frau, ne? Hä, genau dasselbe haben wir doch eben schon mal gemacht, oder? Das ist genau dasselbe. Naja, egal. Tun wir einfach so, als wenn das hier komplett neu ist. Hallo? Was ist denn hier los? Die sehen ja cool aus, die Assassinen. So. Das ist bestimmt die Akrobatin wieder, ne? Wetten wir? Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Nee, doch Zeiten. Nicht. Oh. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Aber diese mit dem Chor und so, das hatten wir schon mal, ne? Ich glaube schon. Können wir zusätzliche Assassinen rekrutieren? Nein, sag bloß. Okay, da ist ein Herold. Dann würde ich sagen, erstmal zum Herold, dann zum Erinnerungsanfang. Weil unser Bekanntheitsgrad schon wieder so erschreckend hoch ist. Und das gefällt mir gar nicht. Ach ja, noch so ein Irrer. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir noch ein paar neue Assassinen wieder losschicken. Okay, das meiste davon scheint wohl wieder... scheint geklappt zu haben. So. Du hast auch noch einen Erfahrungspunkt. Ich muss mein Ohr hier. Okay. Und dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier? Alle Männer des Königs. So, Mission starten. Setzen wir das hier mal schön unter Druck, das Ganze. Damit wir ja auch mal was erobern können. 92 Erfahrungspunkte bloß, aber egal. Und Bursa wollen wir da auch nochmal ein bisschen weitermachen. So, hier haben wir zwei Sternchen.
Hier haben wir 5 Sterne, das ist ein bisschen viel. Hier haben wir noch 4. Achso, wir haben nur noch. Haben wir noch irgendwie so ein 3-Sterne-Ding? Oder 2 ist auch gut. Da können wir unsere beiden kleinen Schützlinge hinschicken. So. Jetzt haben wir zwar keine Assassinen mehr, aber egal. Die werden wir hoffentlich jetzt nicht so schnell brauchen, denn die Festen gehören ja erstmal uns. Erstmal. Bis wir die nächste verteidigen müssen. Okay, dann. Habe ich ja gesagt, und das machen wir jetzt auch erstmal zum Erinnerungsanfang. Was ist denn hier überhaupt das hier? Roma-Hauptquartier? Gehe ich mir erstmal kurz zum Roma-Hauptquartier, weil das ist neu. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ach nee, erst zum Herald, genau. So, nee, wir haben doch noch Assassinen. Naja, gut, okay. Ein sehr eleganter Auftritt. So, gleich wieder bestohlen. Jetzt will er uns wieder auf der Fresse hauen. Ja, wissen wir ja schon. Ihr seid doch Wahnsinnige. Weg mit euch. Okay, Roma Hauptquartier. Ups. Nicht ins Heu. Also, du darfst nicht immer ins Heu. Mensch. Soll ich mal noch ein Buch laden? Den kaufe ich einfach mal auch. Kann ja nicht schaden. Auch wenn die Buchläden, wie ich finde, nicht ganz so viel bringen. Was konnte man in einem Buchladen überhaupt kaufen? Bücher? Nur Bücher? Was haben eigentlich diese Bücher gebracht? Ach, Schatzkarten. Und was bringen mir die Bücher, wenn ich sie habe? Bringen mir irgendwas? Werde ich intelligenter? Gibt es einen Grund für diese Grobheiten? Okay, jetzt, da ist das Roma-Hauptquartier. Bin ich ja mal gespannt, was das sein soll. Okay, rein da. Hä? Hä? Hat mir das denn jetzt sowas gebracht? Warte mal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Spinner, allesamt. Muss ich das verstehen? Nee, das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Da ist unser Erinnerungsanfang. Oh cool, Party! Wuhu! Okay, hi. Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendim. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace, kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon, wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Ah, okay. Eine Gruppe byzantinischer Templer hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Volle Synchronisation zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Aha. Gut, würde ich sagen, an der Stelle beende ich mal den Part als auch die Aufnahme. Das waren jetzt, waren es 4 oder 5 Folgen? Ich glaube, das waren sogar 5. Ja. Gut, das nächste Mal dann also dürfen wir eine Menge Leute vergiften. Und das scheint dann auch hier mit zur Hauptstory zu gehören, obwohl ich den Zusammenhang jetzt gerade noch nicht so genau verstehe, was das jetzt mit unserer anderen Story zu tun hat. Aber okay, das werden wir schon noch herausfinden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!